Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Let's Play World of Tanks. Zeit mit dem Icaramba bzw. dem Max Wünsche 33, seinem Jagdpanther 2. Ja, und man sieht, er spielt ihn gern. Er hat hier ordentliche Kringel ums Rohr und das verspricht doch schon mal einiges. Karte ist bekanntermaßen El Haluf und er ist hier Top-Tier. Ja, besser geht's doch gar nicht. Sind wir mal gespannt, was und wie er hier reißen wird. El Haluf war früher natürlich seine absolute Lieblingsmap von TDs, mittlerweile nicht mehr so sehr. Und dementsprechend finde ich es immer mal jetzt wieder schöner zu sehen, wo die Leute so hinfahren, wie sie sich verhalten und wie sie agieren. In dem Fall natürlich auch. Aber er scheint so Richtung Heavy Spot zu fahren. So sieht es zumindest schon mal aus. Wobei seine Heavys gar nicht so sehr Heavy Spot fahren. Man sieht es hier ganz schön, dass hier die beiden und der Tiger gar nicht dahin fahren, wo man es sonst gewohnt ist, weil es eigentlich eine schöne Position ist. Ah, okay, er macht jetzt nicht den klassischen Heavy Spot, sondern er fährt jetzt hier oben dahin und wirkt dann von oben nach unten. Das wird auch mittlerweile sehr, sehr gerne gemacht. Mit dem Jagdpanther habe ich so jetzt aber noch gar nicht oft wahrgenommen, muss ich gestehen. Da fehlt mir meines Erachtens so ein bisschen die Gun Depression, aber bin ich jetzt mal gespannt, wie er sich hier da wacker schlagen wird oder eben nicht. So, der CDC ist da drüben. Jetzt steht der VK ihm doof im Weg. Der CDC scheint da irgendwie gefühlt AFK zu sein. Oh, aber Nesu hat dafür seinen CDC weggemacht, aber in was für einer Manier? Der hat nicht lang gebraucht. Auto-Aim und weg. Das war einfach. Der VK schreibt, ey. Und Zu hat ein Ping-Problem, deswegen da so gestanden ist, natürlich ärgerlich. Aber das kommt immer mal wieder vor. Das liegt meistens an einem selbst und nicht am Server. Sonst hätte das hier noch deutlich mehr betroffen. So, die Zu hat jetzt hier eine kassiert, konnte seines Zeichens oder ihres Zeichens oder dessen Zeichens nur die Kette treffen. Also hat die Su jetzt mit ihren 242 HP wirklich nicht mehr viel. Hartes Pinge vom T34, das wäre für mich gleich einen als Spammer zu reporten, beziehungsweise zumindest zu ignorieren, weil dieses Gepinge geht mir ja so auf den Sack. Der AMX ist da jetzt offen, da ist er offen. Und macht ihn weg. Schöne am Jagdpanther ist einfach die schnelle Fluggeschwindigkeit der Patronen. Und er hat immer noch schön viel Struktur. So. Jetzt ist er ja so ein bisschen zurückhaltender, ist aber auch ganz gut. Man darf nicht vergessen, es gibt hier auch noch zwei Artis im Spiel, die ganz gerne auf die... Oh, der T34 ist anstrengend. Die auch gerne mal auf TDs gehen. Ah, jetzt kommt er leider nicht drauf. Und irgendwann würde ich dem T34 sagen, ist einfach auch mal gut. Lass die Nerven schonen, spiel so, wie du es für richtig hältst. Aber auf den T34 kommt er leider nicht drauf. Jetzt kämpft er sich wieder den Berg hoch. Vielleicht hat er da oben doch nochmal etwas mehr Glück. Auf jeden Fall ist hier auf jeden Fall ist hier mehr los. Zwei auf jeden Fall in einem Satz braucht man nicht. So, da ist doch ein Panther. Ja. Oder wie ich ihn gerne nenne, der Manta. Der Panther M10. Hat auch einfach mal schnell eine kassiert. Bei dem Jagdpanther ist es so, ja, es ist so gefühlt so unaufgeregter Schaden. Er macht ihn halt. Der fliegt, er macht seine 500 Schaden und kann dann sich wieder zurückziehen. Es ist nichts, wo ich jetzt sage, das haut einem von den Socken, aber das summiert sich. Gegner führt jetzt 3 zu 4. T34 in seiner gewohnten Manier P
pinkt gerne weiter. Oh, hier ist tot. Deswegen pinkt er. Jetzt, klar. Was ein Kerl, ey. VK schreibt nur interesting. So, jetzt der IS-3. Auto immer weg. Ja, sehr nice. Das ist gut. Man kommt halt einfach auch mit dem Durchschlag definitiv gut und ordentlich durch. 246, Prämie hätte 311. Hat er gar nicht dabei. Finde ich auch mal schön zu sehen. Oder was ist schön zu sehen, aber interessant zu sehen, dass es auch Spieler gibt, die gar kein Premium dabei haben. Der T34 da hinten. Wir haben sie böse erwischt. Alles klar. Aber vielleicht nochmal. Gekettet hat er ihn scheinbar damit. Und jetzt aber. Und jetzt der KV2, wenn er ihn einmal trifft, dann macht er ihn weg. So, jetzt ist er weg durch den Tiger wiederum. Aber der KV2 wurde vom T55 Mod 1 geholt. 8:7. Der stand nun wieder für sein Team. Ein kleines Hin und Her. Aber langsam kristallisiert sich raus, wohin die Reise geht. Auf den Mod 1. Schöner Hit. Weil aktuell hat der Gegner nur noch einen IS und den T54 als normale 8er Kampfpanzer. Dann kommen die Artis und dann bis gerade eben noch zwei 6er. Schön vorgehalten. Ich glaube, der dürfte passen. Auch ein ganz entspannter, lockerer Hit. Jetzt nur noch der IS-5, da sollte er vielleicht sogar helfen. Weil der IS-5 ist natürlich für den Indien eher schwierig. Auch der VK reiht sich in die Fangs-Team ein. Weiß auch nicht, was er da jetzt erwartet hat. Wenn er dagegen den IS-5 spielt, dass er da großartig schnell Hilfe bekommt. Sieht ihr auf der Minimap, wer wo ist. Jetzt geht der Max aber rein. Max hat ja noch Full HP. Kann sich also auch sogar um die 3 Hits erlauben. Also 2 Hits auf jeden Fall. Der dritte würde dann der Killshot sein. Aber der IS-5 wiederum ist für ihn ein Two-Shot. Jetzt hat er hier die Leichen der Panzer. Oh, so. Oh, oh. Nein, schade, schade. Da hat er eigentlich gerade das Momentum gehabt, um da auf ihn zu schießen. Jetzt helfen aber vielleicht die Artis rein, weil lange genug ist er offen. Frage ist nur, kommen sie aus dem Winkel hier auf ihn drauf? Nee, das wird nicht gehen. Da steht Artis safe, wie man sieht. Jetzt bräuchte er eigentlich den Indien, der von hinten den IS-5 umgarnt. VK schreibt es auch schon. Indian Flank IS-5. Artis versuchen zu splashen. Klappt aber leider natürlich nicht. So, jetzt macht er vielleicht nochmal. Wie gesagt, Aoi, der Indian kommt jetzt sehr, sehr gut. Sehr, sehr notwendig auch. Erst wenn er der Indian von hinten kommt, kann er dem IS-5 sich widmen, weil dann kann er ganz entspannt da reinhalten. Eine Sache müssen sie natürlich beide aufpassen, ist die Arti. IS-5, seines Zeichens, hat es jetzt sehr clever gemacht. Ist jetzt hier hochgefahren. Aber jetzt hat er der IS-5 das deutlich schwierigere Leben. Jetzt kommt er nämlich gut drauf und zack. Nimm doch. Schieß doch. Er hätte schon lang, also so lange wie er jetzt rumtut, hätte er schon lang mal schießen können. Oh, und zündet ihn an. Er hat automatisch einen Feuerlöscher drin. Jetzt muss der IS-5 kommen und bis er kommt, hat er wahrscheinlich nochmal nachgeladen. Arti hält hier rein, verfehlt ihn auch noch. Gerade so. Jetzt aber, kommt, ja. Sehr schön, der Killshot. Jetzt kommt die Su auch noch hochgedackelt. Auch die Su ist im One-Shot-Bereich sogar knapp. Jetzt auf jeden Fall. Nein, ein Low-Roll. Wahnsinn. Aber er rammt ihn einfach weg. So, und jetzt leben nur noch 2 Artis. Er hat 5 Kills. Den Krieger dürfte er sich aus meiner Warte noch definitiv holen. Verdient hat er ihn sich mehr als
mehr als viel. Und jetzt geht er für die Artis. Iso kommt auch mit. Die anderen Artis pirschen sich auch noch etwas weiter nach vorne, um einen besseren Richtbereich auf die Gegner bekommen zu können. Also jetzt will jeder unbedingt die Gegner noch töten. So, entweder hier hinten stehen sie oder hinterhalb natürlich. Da ist doch die erste Arti. Und die zweite Arti. Und ich hoffe, euch hat's gefallen. Ich wünsche euch alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Euer Alcaramba. Mit Kill Nummer 6.